In diesem Video bauen wir uns endlich unsere richtig geile Traumwerkstatt. Der Hintergrund hier sieht ja schon mal ganz gut aus, aber der Rest von der Halle ist noch komplett provisorisch. Jetzt zeigen wir euch erstmal, wo wir hier überhaupt sind. Wir haben jetzt hier ein 2000 Quadratmeter großes Gelände von der Stadt Funkstadt gemietet. Hier auf dem Gelände ist auch noch dieses alte Haus. Das wollen wir im Sommer richtig verrückt umbauen. Wird auf jeden Fall ein krasses Projekt. Wir haben vor, hier auf dem Gelände was richtig Großes entstehen zu lassen, auch für euch als Community. Jetzt erstmal fangen wir an, hinten in die Halle unsere absolute Traumwerkstatt reinzubauen. Und dafür haben wir euch auf Instagram gefragt, ob ihr mithelfen wollt. Und jetzt starten wir hier zusammen. Unsere Halle war bisher noch ein komplettes Chaos und deswegen mussten wir erstmal alle zusammen aufräumen. In dem Bereich, in dem die Werkstatt entstehen sollte, war jetzt noch eine alte Grube. Die sollte mit Holzbrettern abgedeckt werden. Dafür mussten erstmal die überstehenden Metallwinkel abgeflext werden. Als nächstes haben wir uns vorgenommen, die alte Treppe komplett sauber zu machen und neu zu lackieren. Jetzt wollten wir eine komplett neue Wand einbauen, um den Rest der Werkstatt von der Halle abzutrennen. Wir haben jetzt gerade eine ganz besondere Lieferung für unser YouTube-Studio gekriegt. Das zeige ich euch jetzt mal. Wir machen aus den Traversen jetzt hier praktisch so ein riesiges L. Da kommen dann unsere ganzen Lampen dran, damit wir endlich mal richtig epische Beleuchtung haben. So, wir haben jetzt die Traversen an ganz dünnen Drahtseilen aufgehängt und ob das hält, das teste ich jetzt. Wir machen hinten an die Wand hier jetzt ein richtig nices Brett. Das soll ein bisschen abgesetzt werden, deswegen kommen da jetzt erst Paletten dran. Das sieht jetzt schon mal richtig nice aus mit der Platte. Damit das Ganze noch ein bisschen besser wird, haben wir uns jetzt entschieden, doch noch alles ringsrum zu verputzen. Hier vorne muss jetzt natürlich eine Werkbank hin. Die bauen wir uns selber aus den fetten Stahlrohren hier. Das Untergestell für den Tisch hier ist jetzt schon mal fertig. Wir machen jetzt noch ein Rechteck, was wir über den Tisch drüber hängen. Da kommen dann unsere ganzen Werkzeuge dran. Wie wir das genau machen, seht ihr dann gleich. Wir haben uns überlegt, dass wir die eine Hälfte von dem Tisch hier zu einem Schweißtisch machen und die andere Hälfte zu einer ganz normalen Werkbank. Dafür sägen wir jetzt mal die Tischplatte zurecht. Daniel, was stellst du da mit unserem nagelneuen Schweißtisch an? Es wird ein Sonderumbau. Ein Sonderumbau? Genau. Wir sägen jetzt noch ein paar Bretter, die dann hier außen dran kommen. Wir haben ein altes Regal besorgt, das flexen wir jetzt klein und benutzen die Schubladen für unseren neuen Tisch. Die obere Reihe hier ist ein bisschen dünner, deswegen müssen wir da die ganzen Schubladen jetzt abflexen.
Hier vorne in den Tisch kommen jetzt so Fächer mit Türen. Dafür machen wir jetzt hier so Stahlprofile rein. Wir haben uns ein richtig geniales System ausgedacht, um die Werkbank rollbar zu machen. Wir lassen den Tisch jetzt ab. Bin gespannt, ob man den schieben kann. Boah, geil! Es fühlt sich an wie so ein Güterballon auf Schienen. Ich finde, die Werkbank hier ist schon mal richtig, richtig nice geworden. Ich habe richtig Bock, hier dran zu arbeiten. Wir haben jetzt noch eine sehr, sehr geniale Idee. Und zwar ist bei uns immer das Problem, dass sich unsere Flex und unser Akkuschrauber immer irgendwo in der ganzen Halle verteilt. Deswegen haben wir uns jetzt überlegt, dass wir diesen Rahmen hier oben haben und da Balancer dran machen, dass man das immer hier runterziehen kann und es halt wirklich immer am Arbeitstisch ist. Und dafür hat uns jetzt Bosch Home and Garden ziemlich viel Werkzeug zur Verfügung gestellt. Das befestigen wir jetzt an den Stahlseilen und hängen das dann hier oben auf. Ich finde es echt richtig, richtig nice geworden. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, aber so lässt sich echt mega geil arbeiten. Und ich glaube, wir werden unser Werkzeug nie mehr suchen müssen. Das ist echt ein sehr großer Vorteil. Da finde ich das schön eingesaut. Das ist ein guter Pulli. Aber das Gute ist ja, dass die Bosch 18 Volt Geräte hier alle den gleichen All-for-One Akku haben. Das heißt, ich kann mir jetzt einfach meinen Staubsauger nehmen und dann kann ich mich absaugen. Wir machen uns jetzt hier für die Ladegeräte eine richtig nice Ladestation hinten an die Wand dran. Den Rest von der Wand benutzen wir jetzt noch, um da komplett unser Werkzeug aufzuhängen. Wir haben eine richtig coole Idee für die Türgriffe, die noch fehlen. Und zwar nehmen wir einfach alte Schraubenschlüssel und schrauben die hier fest. Das lief auf jeden Fall sehr gut. Ich habe die Löcher nicht angezeichnet. Herzlich willkommen in unserer neuen Werkstatt. Wir sind jetzt fertig mit den ganzen Einrichten. Ich führe euch jetzt einmal kurz hier rum. So, hier ist jetzt unsere fette Werkbank. Der Schweißtisch hier ist echt ein absoluter Traum. Ich habe mir immer gewünscht, mal so einen krassen Tisch hier zu haben. Die Schubladen hier unten sind auch echt mega, mega praktisch. Wir haben da jetzt das ganze kleine Werkzeug, Stifte, Handschuhe, so Sachen drin, die man einfach die ganze Zeit braucht. Hier hinten an der Wand haben wir jetzt das ganze große, wichtige Werkzeug, was man immer so braucht. Akkuschrauber, Hammer. Und hier in dem Regal haben wir jetzt die ganzen Bohrer. Das finde ich auch mal mega, mega praktisch, dass die jetzt alle geordnet sind. Das war echt ein ziemliches Chaos bei uns vorher. Hier hinter dem Schweißtisch haben wir neben dem Schweißgerät das allerwichtigste Werkzeug. Hier und zwar die Flex haben wir gleich zwei. Einmal immer mit einer Schleifscheibe und eine mit einer Trennscheibe. Das ist einfach mega praktisch, da muss man die nicht immer wechseln. So, und für den Fall, dass die beiden Flex hier mal wieder irgendwo am U-Boot sind, haben wir jetzt die hier oben. Die sollten auf jeden Fall immer hier bleiben. Die kriegt man hier auch nicht so einfach ab. Das Schraubenregal hier ist auch ein absoluter Traum. Es ist einfach mega praktisch, mal alle Schrauben so da zu haben. Wir haben hier die grauen Kästen für die Metallschrauben und hier haben wir die Holzschrauben drin. Hier auf dieser Seite von der Werkstatt haben wir jetzt diese ganzen größeren Maschinen gestellt. Und hier vorne haben wir jetzt einfach richtig viel Platz, um große Projekte umzusetzen. Da haben wir auf jeden Fall schon ein paar coole Pläne für die Zukunft. Hier unter der Treppe haben wir jetzt ein kleines Stahllager. Das muss auf jeden Fall noch krass aufgefüllt werden. Und dazu natürlich hier die Bandsäge, da kann man sich die Sachen direkt zuschneiden. Für den Fall, dass man gerade nicht hinter der Werkbank steht und ein bisschen Werkzeug braucht, haben wir jetzt 10 coolen Werkzeugwagen, die kann man sich dann überall hinrollen und dann da arbeiten. Ich hoffe, euch hat die kleine Tür durch die Werkstatt hier gefallen. Ich bin auf jeden Fall mega zufrieden damit, wie es geworden ist. Der Rest von der Halle ist jetzt noch ziemliches Chaos, das zeigen wir euch jetzt besser nicht. Wenn ihr Ideen habt, was hier noch alles rein soll, ich finde ein Museum mit unseren Sachen muss auf jeden Fall hin, dann schreibt es mal in die Kommentare. Sagt uns auf jeden Fall Bescheid, ob ihr noch mehr Videos über den Hallenumbau hier sehen wollt. Wir haben richtig Bock, geile Projekte in unserer neuen Werkstatt umzusetzen. Deswegen vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Tschüss. Ciao.